aber sagt's weiter, vielleicht machen wir es nächstes Jahr nochmal. Ja, super. Die auch ideell gewährt haben. Kannst du mal vor, die anderen Leute wollen nicht mehr, aber das werden wir sehen. Ich möchte mal, dass sich meldet das Team Woody Woodpecker. Wer mal wo ist er? Ach, Woody Woodpecker. Die Leute haben es also geschafft, 4 Stunden und 17 Minuten bei der Fahrt zu verbringen. Und damit sie wach werden, haben wir hier mal so eine richtige Klingel als erstes. Die waren beim Seilhüpfen wirklich nicht nur schlecht, sondern mehr als schlecht. Also ich weiß auch nicht, aber die haben etwas geschafft, die haben bei dieser Wortkette 61 Worte aufgeschrieben und haben dann geschrieben, sie hätten keinen Bock mehr. Wir sind aber der Meinung, dass sie zwar noch Bock gehabt hätten, aber sie haben kein Papier mehr. Und deswegen kriegen sie also jetzt einen Block, damit ihr weitermachen könnt. Danke. Dann kommen wir mal zu einer anderen Sache. Da gab es also ein Team, die haben ihren Namen alle Ehre gemacht. Wahnsinnig schnell. 2 Stunden und ein paar Minuten waren die wieder hier. Genau 2 Stunden. Kletschnass geschwitzt und gestunken haben die aber ganz unter uns. Und wir haben zwar gesagt, dass die Zeit keine Rolle spielen soll. Ja, aber ein paar Deo-Sprays werden sicherlich angetan. Holt ihr euch an? Er weiß, wofür es gut ist, ne? Dann als nächsten Preis dürfen wir vergeben. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Das dürfen wir immer noch Preis. Es gab das Team Mücke. Das Team Mücke, wer ist? Ich dachte, damit die zu Hause üben können, können das mitnehmen. Ich weiß auch, wenn ihr eure Bücher gleich wieder bekommt. Wir wollten aber eins machen. Wir wollten für die Mannschaft, die also wirklich die Mülleimer am besten schätzt, ja, wollten wir also auch einen Preis machen und das ist das Team Oha. Jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, wie hießen sie? Oha. Nee. Das waren die zwei Mädels und die 2 Jungs, die schon abgehauen sind. Ja, das ist okay. Ja, sie haben es draufgeschrieben. Peace Team. Peace hatten sie genannt. Die hatten also die Mülleimer. Es waren 31 Stück, das ist übrigens für euch. Das ist also ein ideeller Preis, möchte ich mal hier erwähnen. Das ist die Mal wird nur für ganz besondere Anlässe. Hat unser Michael gemacht. Ihr könnt gerne gleich mal reingucken, aber nicht mitnehmen, ne? Okay? Ja? So, haben wir das Team Mücke. Das Team Mücke hat also den 4. Platz erkämpft. Das Team Mücke, das bestand aus 4 Leuten, aus 3 Leuten. Also, dann haben wir etwas falsch gemacht. Bitte? Hier war es alles noch. Guck mal, hier war es. 1, 2, 3. Ja, gut, dann müssen wir es richtig machen. Ich wollte uns nochmal bedanken möchten. So. Und der weitere vierte Preis ist das Team Kamikaze. Auch das vom Paralleti geschwemmelt. Vielen Dank, dass ihr mitgebracht habt. Super. Mit den besten so. T-Shirts. Ja, und mit den, ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, diese heißen T-Shirts. Diese heißen T-Shirts. Das war also schon eine super Geschichte und Stirnband. Also positiv.
Da haben wir unseren zweiten Sponsor gewinnen können, das Point Sport Studio in Gottlau. Die haben also hier so eine Tasche gespendet und ein paar Sachen drin, ja, die ihr dann noch anziehen könnt. Ja? Für ein Frühstück im Café und zwar kostenlos. Und das hat es noch nie gegeben und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht geben. Um und dran, ne? Ganz klar. Ja, und jetzt bleibt also nur noch der erste Preis zu verteilen. Das heißt nur noch der erste Preis. Den müssen wir erstmal zeigen. Nein, könntest du das auch machen? Der erste Preis, selbstverständlich ein Pokal mit Moskito und Hauptlogo. Dazu die obligatorische Flasche Sekt. Und da kann ich nur noch eins sagen, wo die Hund bin. Also besser kann es nicht kommen und im nächsten Jahr müsst ihr den natürlich verteilen. Das ist klar. Ja. Ja. Mal, ob eine Puppe mitnehmen kann. Und da hätten wir gern die Sabine. Das war, glaube ich, das kleinste Mädchen, was selber mitgefahren ist. Die Silke, Entschuldigung. Ja? Silke ist nicht da. In Fortuno, ihr werdet es sich selber nehmen. Ja? Und für den kleinsten Buben. Für den kleinsten Buben haben wir dieses Körbchen. Erhard, dein Sohn ist, glaube ich, der kleinste Buben gewesen, der selber ein Fahrrad gelegt hat. Ja? Da kann er demnächst. Könnte mal runter. Ich bin hinten zum Rhein gefahren und da habe ich ein Erlebnis gehabt. Es war toll. Es war einfach toll. Wir hatten da nämlich eine Gruppe, die haben den. Wie hieß das? Cowboy Rock von Udo Lindenberg vorgeführt. Und jetzt kann ich nur bitten, aufstehen, Siegfried. Wollen wir jetzt hier hören? Doch. Komm, auf. Damit hat er nicht gekannt. Hör mal, so, vielleicht fällt euch der letzte Teil an, der ist am stärksten. Es kommt. Die haben vorhin auch so lange gebraucht. Ich hab wieder da gelegen. So, Achtung, jetzt Ruhe. Ruhe, Aufmerksamkeit. Jetzt passiert's. Konzentration. Der Cowboy-Film ist zu Ende. Im Saal ist es schon längst schon wieder hell. Doch da hinten sitzt noch ein Junge. Die denken, der schläft. Sie sagen, hau ab, aber schnell. Das ist hier ein Kino und kein Penner-Hotel. Der Junge wäre sehr gerne noch in Arizona geblieben. In der Goldgräberstadt, ganz in sie. Oder in Laramie. Er hätte gerne noch weiter geträumt von sich und Charles Bronson. Ja, Charles ist sein Freund. Also, wir haben auch an der falschen Stelle geklatscht. Jetzt geht es los. Jetzt kommt der Otto. Mach den Otto. Alles. Wir ziehen jetzt die von sich in den Schaufenstern lang und überprüft darin seinen Cowboy-Gang. Und dann setzt er sich auf sein Pferd aus Stahl. Und jetzt hört er die Stimme von Charles nochmal. Ey Mann, fahr zu deiner Rockerklicke und sag der alten Liebe.